Ja, hi, willkommen, mein Name ist Daniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Worms Forts unter Belagerung. In der letzten Folge haben wir die Mission Narrenschiff, die dritte Mission der Griechen, erledigt und sind jetzt in Mission Nummer 4, Feind vor den Toren. Auf zu den Toren von Troja. Ein direkter Angriff auf die mächtigen Tore wäre reiner Selbstmord, aber eine geschickte geplante Belagerung könnte die Verteidigung dazu bringen, die Tore zu öffnen. Umstellen Sie Statuen, um den Gegner zu schwächen und vernichten Sie sie anschließend. Was? Ach, und denken Sie daran, Sie müssen dafür sorgen, dass der König am Leben bleibt. Sie möchten ja sicher nicht, dass all die Jahre mit Makrele aus der Dose für die Katz waren, oder? Ja. Okay, taktisch geht schon mal gar nicht. Aber ich werde sehen, was sich machen lässt. Na. Ja. Solange ich irgendwie ein Kampf auf Leben und Tod kommt, mit ausgeglichenen Würmern, Waffen und all sowas, dürfte das kein Problem sein. Sehe die Tore von Troja. Müsste halt eigentlich ein Problem sein, meine ich. Mann, die sind aber riesig. Darum ist schon wieder hart gespawnt. Ich meine, furchtbar riesig. Wie geht denn die Statue? Da sind Hände in der Luft. Zwischen ihnen und Helena befindet sich, das habe ich jetzt nicht lesen können, die Trojanische Armee. Zum Glück ist meine Aufnahme da. Mit ihren Waffen. Und ihren Befestigungen. Ihre Zielgenauigkeit. Strategie. Hoch. Was noch? Durch die Tore gehen wäre Selbstmord. Hier hilft nur eine Belagerung. Stellen Sie Statuen mit Gebäuden. Wie viele sind denn hier? Sobald die Statuen umstellt sind, ist der Gegner nur noch halb so stark. Wie viele Punkte des Sieges sind denn hier? Sie müssen die Statuen umstellen. Und die Verteidiger vernichten. Um diese Mission abzuschließen. Ja, super. Vorher nicht, oder was? Die tun sich ja wieder Sachen. Oh, leck mich am. Enemy Pete, ja super. Enemy Boogie. Wie Boogie Pete, was? Den gibt's ja immer noch. Oh nein, ich habe gar nichts hier. Ja, was mache ich denn hier jetzt? Das ist jetzt gerade so verlockend. Aber ich habe ein paar erledigt. Sehr gut, sehr gut. Kann mich wenigstens nicht direkt treffen. Meine mit Belagerung ist nicht nützlich, ey. Ich könnte die locker weghauen. Hier vorne, da, den Turm kann ich wieder weghauen. Und ja, dann war es das schon. Die haben da nur einen Turm, okay. Und eine Bazooka, die wahrscheinlich irgendjemand tötet, ne? Ja, meine Griechen geschaffen hat. Oh Gott. Direkt auf das neue gebaute Ding. Ja, da baue ich lieber nicht weiter. Ich habe nur Türme, natürlich habe ich nur Türme. Okay, bevor ich das umbaue, alles werde ich wahrscheinlich noch, weiß ich nicht. Gucken. Erstmal soll ich dafür dir nicht auf mich draufballern, wie blöd. Ich komme wahrscheinlich als nächstes dran, ne? Ja, ich mache jetzt das Ding kaputt. Was sagst du dazu, ne? Aber ich gehe das Ding auch so schnell kaputt. So, jetzt ist deren Burg oder Bergfriedhof, was auch immer da ist, weg. Ja, das läuft schon gut. Bergfriedhof war das. So schnell könnt ihr mich jetzt nicht mehr treffen. Also wenigstens nicht mit dem Ding an ihr. Bin ich gut. Weil ich vorstelle, dass das so einfach bleibt. Oh, das ist aber eine Burg, oder? Wenig Kanone. Nein! Was?
Also, verdammt. Nein, meine Burg. Oder Bergfried, ich weiß es nicht. Nein, wie kannst du es wagen? Boah, du bist dran. Auf dich schieße ich jetzt auch so ein Ding drauf. Wohl werde ich wahrscheinlich nicht erreichen, ne? Ich kann doch von da, okay. Ja, okay, ist sicherer. Ich habe hier so was von zubauen, ne? So, ich werde ja nichts dem Zufall überlassen. Okay, das Ding werde ich wahrscheinlich jetzt nicht treffen, ne? Ich kann auch mein Glück. Ja, eins geht auf jeden Fall gegen das Tor. Ja, gut. Na, wie geht's euch? Gut, und dir? Wir haben viel zu viel AP, die kriege ich nicht down, die Typen. Sie könnten ihre Balken als Schilde benutzen, ja, ne? Könnte ich machen. Ich könnte einen Turm hier hinbauen. Oh nee. Der hält sowieso nichts aus. Ich sehe doch schon. Baue ich so um den Bergfried oder Burg rum. So. Nein, Mann. So, haben wir schon mal zwei. Uns bringt es zwar überhaupt nichts, aber was soll's. Wie sie alle hier stehen, sehr gut. Na, wie geht's euch? Gut, gut. Kann ich klagen? Dicken Dinger hätte ich gerne weg. Das ist aber echt eine geile Baulagerung hier. Ja, die Mission gefällt mir bis jetzt. Wo geht er hin? Auch in das dicke Ding. Ja, auch in so ein dickes Ding. Viel Glück beim Treffen. Ja, okay, Granate. Dann eben so. Jede Kampagne irgendwie so 5 Missionen hat, so wie ägyptische, dann müsste das hier die vorletzte Mission sein, ne? Ja, wollte schon sagen. War ein bisschen zu hoch, das habe ich sogar gesehen. Jetzt wieder schön hier rein. Oder da rein, meine ich. So, die alte Oma. Los, rein da. Sie sieht auch anders aus, sehr gut. Zu meiner Zeit gab es so etwas nicht, ne? Wow, die hängt die ganze Zeit an diesen Dingern hier fest. Boah, da kommt sie angesprungen. Suplex, ey. Das ist nicht so gebracht. Wird gern super Nil fährt. Ach, die da oben. Was kommt da runter? Wenn du dich traust. Alter, man kann es auch ein bisschen übertreiben, was da für Schorfs sind, ne? In die Fresse geben. Ja, bauen wir erstmal die Dinger. Ich habe aber keine Chance, die irgendwie zu bauen. Die hauen ja, oh geil. Super Nilpferd, was? Meine Gebete wurden erhört. Was ist denn hier los? So, ich habe mir direkt eine Idee. Wie, ich komme nicht durch die Mauern. Ich werde euch zeigen, wie ich durch die Mauer komme.
Oh, hi. Bams. Und zack, jetzt ist alles weg. Also, ich dachte, jetzt wird in einer anderen Richtung alles kaputt gehen, aber das ist ja noch besser. Wunderzermalmt. Oh, was? Geil. Oh, dann hätten die ja gewonnen. Stimmt, das Ding ist ja hier. Ich habe eigentlich geplant, dass jetzt hier deren Dinger hier alle kaputt gehen, aber so ist ja noch besser. Ja, was macht er jetzt, ne? Am besten hier noch auf Boogie drauf gehen. Das Ding nehmen wir auseinander am besten. Sind deren großen Dinger erstmal aus Reichweite. Au, was? Sehr gut, der war gut. Das hat mir gefallen. Boah, ich könnte da oben die Typen kaputt hauen, ne? Noch ein super Nilpferd. So. Macht das Ding irgendwie zu schaffen. Ja, das geht gleich kaputt. So, eins haben wir, eine haben wir schon mal umbaut. So, ist das ein fliegendes Nilpferd? Oh nein, das ist ein bisschen blöd jetzt. Wie ist das denn geflogen, ey? Sehr schön. Ey, wie wir hier die dezimiert haben. Guckt euch das mal an. Wir haben zwar nur Türme, aber was die vorher alles hatten, der wissenschaftliche Labore, Krankenhäuser, Wunder und so. Alles weg jetzt. Nur weil hier so günstig eine Kiste gespawnt ist. Ach ne, das ist meine Superwaffe. Die spawnt immer irgendwie, ne? Nach ein paar Zügen, glaube ich. Boah, zum Glück steht mein Dings da noch, ey, sonst wird hier alles explodieren. Oh, warte mal, da noch. Ist auch ein super Nilpferd, aber richtig geil. Rhinoceros. Oh, das ist auch nicht schlecht. Ah, sehr schön. Die Mission läuft gut. Weil wir diesmal nicht so schwach sind. So. Wieder neben. Okay, dann gehen wir hier auf. Muss ich mal nach rechts. Boah, geil. Jetzt auf das Teil. Sehr gut. Wir haben das Ding von unten aus kaputt. Oh, die werden immer weiter geschwächt. Ich finde es so geil. So, 103. Boah, stell dich mal vor, ich hätte das von Anfang an irgendwie getroffen, das Ding. Dann wäre bestimmt halb kaputt. Zucker überspringen. Ich glaube schon. Verdammt. Und die werfen jetzt nur mit Granaten auf uns. Sehr gut. Okay, wenn die mit gleichen Waffen irgendwie auf uns ballern würden, dann wären wir sowieso tot. Also ich jedenfalls. Ja, der ist gleich weg. Ich hoffe, die Mission ist nicht zu Ende, wenn einer von denen kaputt geht. Würde mich richtig ankotzen, nämlich. Deswegen. Warte. Ich habe eine Idee. Das ist, glaube ich, jetzt ein bisschen wichtiger.
Jetzt kann ich die erst kaputt hauen, oder wie? Puh, richtig. Perfekt. Okay, die Perspektive ist ein bisschen doof. Fand ich im dritten Teil der Worms 3D besser. Hey, Mann! Doof! Was ist das dämlich? Ich sag nicht, die Stadt muss ich auch noch umbauen. Boah, das hätte ich alles verhindern können, wenn das Ding jetzt darüber gebaut worden wäre. Sie ist ja wahrscheinlich weg, ne? Der Turm. Oder auch nicht. Da wird er nicht getroffen. Kann ich ihn gleich nochmal neu bauen? Was? Was ist das denn? Ich kann Erdbeben machen. Okay. Nehme ich. Meine Macht des allerhöchsten Wesen machen Erdbeben. Ja, bitte. Was denn? Okay. Was machen wir mal kaputt? Oh mein Gott. Der ist ja schön runtergefallen. Okay, der ist runtergefallen. Ah. Boah. Der war gut, ne? Sehr schön. Einer ist runtergefallen, das habe ich gehört. Ob er jetzt tot ist, ist aber eine Frage. Hat es nicht so gebracht, fand ich. Grunt Drop hat einen zu großen Schluck genommen. Oh. Keine Ahnung. Jetzt nicht, wo irgendwie jemand gestorben ist oder so. So, einer ist jetzt da unten. Super. Verstehe immer noch nicht, warum ich die Dinger kaputt machen sollte. Die Statuen umbauen sollte. Aber zum Glück hat der eine, die eine Statue ihre Schützenhand darüber. So, Erdbeben bringt es irgendwie nicht so. Komm mal weiter. So, wir kommen euch jetzt da rein, ob ihr wollt oder nicht. Ich glaube, ich mache erst die Würmer kaputt. Ich komme hier mal näher, ne? Ihr wollt oder nicht, ey. Fragt sie nur, mit was ich kaputt haue. Ja, wird ein bisschen dauern, glaube ich. Ja, das wird lange dauern. Lange.